Also, grüß Gott miteinander. Ich, wie schon gesagt, ich bin Oberpfälzer Urgestein, aber keine Angst, die Überschriften haben in Deutsch geschrieben. Also, mich freut es, dass ich zu euch sprechen darf oder dass ich das ein bisschen vorstellen darf, was ich mache. Das ist ein Luftbild von meinem Hof. Und zwar, das ist mein Hof da. Und war voriges Jahr, also 2017, ein GKB-Tag. Deshalb sind die Maschinen stehen da. Die Eigenheit ist ein bisschen, ich arbeite mit meinen Nachbarn zusammen, der hat eine Biogasanlage. Ich habe die komplette Wärme auf meinem Betrieb und nutze die Wärme so weit wie geht aus. Und vor allem im Sommer, wenn wir ganz intensiv Heu trocknen, im Lohn. Auch mein Heu trockne, aber sehr viel im Lohn. Und das kommt eigentlich, ja, ist für ihn wirtschaftlich und für mich ein zusätzlicher Einkommenszweig. Wir haben ein Lohnunternehmen dabei, ja, ein Agrarservice, schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir bewirtschaften 110 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, davon sind 9 Hektar Dauergrünland. Dann habe ich ja schon mal eine Verbindung mit Baden-Württemberg gehabt. Ich war 5 Jahre Versuchsbetrieb von der Lufa Augustenberg, vom Dr. Mokri. Da haben wir eigentlich Versuche gemacht mit der Gülle, mit verschiedenen Zusätzen und vor allem die Auswirkungen auf den Boden. Und das ist eigentlich der Anstoß gewesen, dass ich da im Boden reingeschaut habe. Ich bin kein gelernter Landwirt. Ich komme aus der Glasbranche, ich war 20 Jahre in der Glasbranche tätig, aber habe mich sehr viel mit Spurenährstoffen bei der Glasherstellung beschäftigen müssen, weil die ja wieder die Farbe vom Glas bestimmen, die einzelnen Spurenährstoffe. Wenn das Glas grün ist, ist viel Eisen drin und das ist eigentlich das, warum dass ich dann ins nächste reingekommen bin. Das ist die Kinsey-Düngung, das Albrecht-System. Da wird ja auch mehr untersucht, da komme ich nur ein bisschen drauf. Dann arbeite ich ohne Pflug seit 2014. Dann tun wir Heu trocknen zur Heufütterung. Also wir füttern keine Silage. Wir haben 2017 auf Bio umgestellt. Habe aber davor 2 Jahre konventionell biologisch gearbeitet. Der Grund war das, da haben sie mich immer belächelt. Ich habe gesagt, wenn ich im konventionellen Zentoppelzentner weniger ernten da, dann mache ich nicht so viel Geld kaputt, als wenn ich im Bio-Zehn-Doppelzetten weniger ernten da. Also. Und dann war das eigentlich ein gleitender Übergang. Das ist eigentlich mein Ziel ein bisschen gewesen. Also die Spritzmittel schon 2 Jahre davor rausnehmen und dann einen langsamen Übergang auf Bio haben. Das Problem war eigentlich meine Frau, weil wir haben Kühe gehabt. Und die haben wir mit Heu gefüttert und haben fast knapp bis 7000 Liter aus dem Heu rausgemolken, also aus dem Grundfutter rausgemolken. Und da wollten wir sie eigentlich nicht trennen. Und dann ist der Schritt gewesen, Anbindehaltung und Bio geht nicht. Dann haben sie uns so Lösungen vorgeschlagen, die haben ja auch nicht funktioniert, weil das ja so, wir können eigentlich nicht aus, weil der Stall, das ist eingegangen, die wollten aber auch nicht größer bauen. So alter Knabe, wie ich bin, kann solche Investitionen nicht mehr machen. Und weil ich habe 3 Töchter. Und die zweite Tochter, die Ernährungswissenschaften studiert hat, ihr Mann, der ist bei mir beschäftigt. Und der ist Landmaschinenmechanikermeister. Und der sagt halt, der macht mit Eisen arbeiten und muss den Motor reinschauen, aber nicht da reinschauen. Dann haben wir gesagt, na, machen wir es halt so. Das kann ich dann als Rentner auch noch machen, weil Heu ist leicht, es geht leicht zum Wiener. Aber wir füttern jetzt unsere Kalbinnen nur mit Heu, fast kein Kraftfutter dazu, nur getrocknete Maissilage. Also die Maissilage wird einsediert und getrocknet. Dadurch ist die Futteraufnahme vom Mais um das Doppelte höher, weil es die Gärsäure nicht hat. Und dadurch haben wir, also sagen wir mal, ich kriege die Kalbinnen, sagen wir mal nach 3 Monaten zwischen 1200 und 1500 Gramm Zunahmen und nur aus dem Heu.
und ein bisschen an Mais dazu. Das Trocknen macht ihr dann alles über die Biogasanlage, über die Wärme, die von da kommt? Ja, ich zeige Ihnen eigentlich nur so eine Heuwürstli-Analyse. Ich habe leider vergessen, vor lauter Stress heute früh, dass ich euch was mitgebracht habe, dass ein anderer Geschmack reinkommen wäre. Also meine Ziele sind gesunder Boden, gesunde, nährstoffreiche Pflanzen, das liegt auf die Betonung nährstoffreiche, dann haben wir gesunde Tiere und gesunde Menschen. Dann habe ich die Einflüsse auf den gesunden Boden, nach meiner Auffassung, wo ich ja immer drüber gestolpert bin, keine Nährstoffunterversorgung und keine Nährstoffüberversorgung. Und die Betonung liegt auf Nährstoffüberversorgung, weil bei der Nährstoffüberversorgung ist automatisch die Unterversorgung da, weil der Antagonismus von den einzelnen Elementen da ist. Und deshalb ist eigentlich die Überversorgung schlechter als bei der Unterversorgung. Und deshalb soll man schauen, dass man eigentlich keine Überversorgung hat. Und das muss ich analysieren lassen, dass ich weiß, was zu viel ist. Dann keine Fäulnis im Boden, Mist und Gülle behandeln. Gülle habe ich nicht mehr. Das habe ich alles auf Stroh umgestellt, Tiefstreu, weil ich wollte eigentlich das Ding da, den Ärger da mit der Gülleausbringung aus dem Weg gehen, weil ich eigentlich den Mist dann sehe, dass das eine bessere wirtschaftliche Maßnahme ist im Boden, als weil die Gülle, obwohl ich die Gülle eigentlich mir sehr positive Effekte gehabt habe. Wenn die Gülle richtig behandelt ist, hast du auch positive Effekte. Das ist ja mal jetzt nicht sagen. Aber ich habe halt jetzt den Weg gewählt. Dann keine grünen Pflanzen in den Boden einarbeiten. Die Biologie kennt keine grünen Pflanzen. Du wirst nie einen Wurm finden, der das Gras im Boden reinzieht. Also eigentlich nur abgestorbenes Material einarbeiten. Dann keine rennende Bodenbearbeitung. Also die Bakterien im Boden erhalten. Also die was Sauerstoff wollen, bleiben oben. Die, die keinen Sauerstoff wollen, bleiben unten. Dann die Stickstoffverluste so gering wie möglich halten. Das kann ich sehr stark beeinflussen durch meine Bearbeitungsweise, durch meine Düngemaßnahmen, durch meine Dinge. Da komme ich aber noch dazu. Dann das andere sind eigentlich dann Folgedinger. Wenn ich das alles richtig mache, dann habe ich eigentlich eine hohe Wasseraufnahme und keine Erosion. Und die Bodenfruchtbarkeit kann ich durch die Bearbeitung und durch die Biologie erreichen. Also ich bin nicht einer, der sagt, durch die Biologie kommen die Nährstoffe. Wenn Nährstoffe im Argen sind, dann muss ich die Chemie zuerst mit in die richtige Richtung führen und dass dann die Biologie optimal anspringt und dann erst der Kreislauf geschlossen ist. Weil mir durch welche viele Umwelteinflüsse auch sehr viel negative Einflüsse auf unsere Spurennährstoffe und dadurch muss ich eigentlich da auch dagegen greifen. Das ist ja so eine Hinsi-Untersuchung. Das wird halt mehr untersucht als bei der konventionellen. Ich gehe aber weiter nochmal. Also sage ich mal zur ersten Aussage, der pH-Wert Phosphor und Kali reicht nicht, dass ich eigentlich, auch wenn ich ein Problem habe, dass ich den Kern vom Problem, die Ursache vom Problem finde. Sehr wichtig sind auch solche Elemente wie Schwefel, Bor, Magnesium, Natrium, Zink und so weiter. Und wie sie zueinander stehen, also das ist wieder, wie sie zueinander stehen, da liegt die Bedeutung und die Wichtigkeit. Dann, Magnesium ist ja bekannt, das beeinflusst den pH-Wert stärker als bei Calcium und dadurch bleibt der pH-Wert hoch. Da habe ich einmal so eine Folie rausgesucht, deshalb ich mache auch viele Untersuchungen von Betrieben, ich war auf einem Kinsey, also so Schulungen, weil der pH-Wert beeinflusst wird. Also der erste sind zwei Betriebe, der erste Betrieb, der hat sehr wenig, also Mangel an Calcium, Überschuss an Magnesium hat einen pH-Wert von 7,5 und der andere Betrieb hat einen Überschuss an Calcium und einen Mangel an Magnesium. Klar, der Überschuss an Calcium ist nur wesentlich höher, hat auch einen pH-Wert von 7,5. Wer sagt mir dann,
wenn der pH-Wert so und so hoch ist, was habe ich dann tatsächlich als Mangel und was habe ich tatsächlich als Überschuss? Und das ist eigentlich, finde ich, ich weiß, in Baden-Württemberg ist in der Standarduntersuchung Magnesium dabei. Deshalb habe ich vor 20 Jahren den Fehler nicht gemacht, weil unsere Bauern gemacht haben, die haben nach pH-Wert düngt ohne Magnesiumuntersuchung. Ich habe meinen Magnesiumwert einigermaßen gewusst, zwar auch nicht genau, weil an der Austauschkapazität auch nochmal was verändern kann, aber ich habe keinen Überschuss an Magnesium im Boden drin gehabt und bin annähernd an die Idealwerte dran gewesen. Aber nur kleine Korrektur machen wollen. Das ist jetzt bloß eine Folie zur Ergänzung, dass man es versteht. Die Kinsey-Probe wird der pH-Wert in Wasser-pH-Wert angegeben und nicht als Säure-pH-Wert. Und der Säure-pH-Wert, der kann ca. 0,5 bis 1,0 Punkte niedriger sein als der Wasser-pH-Wert, weil das zusammenhängt mit den Nährstoffverhältnissen im Boden. Also wenn die Elemente alle im richtigen Verhältnis im Boden drin sind, dann haben wir einen pH-Wert von zwischen 6,5 und 6,8. Also richtet sich der pH-Wert automatisch, stellt sich die ein, wenn die Nährstoffe passen. Dann möchte ich eine Folie zeigen vom Dr. Christoffel. Also das System, was ich mache, habe ich verschiedensten Referenten oder Kursen oder Leuten, die mich da begleitet haben. Ich habe aber nie das von einem genommen, 1:1. Ich habe mir immer das selber zusammengestrickt, so wie es mir passt. So wie es ich gefunden habe, dass das Einheit ist. Deshalb ist auch der Vortrag so, vom Anfang bis zum Ende, wenn man eins falsch macht, dann hilft uns nichts, dann helfen uns die anderen nichts. Oder umgekehrt, wenn ich bloß eins richtig mache, dann helfen die anderen auch nichts, wenn die anderen alle falsch sind. Und dann, und zwar begleitet mich der Dr. Christoffel, der macht auch die Kurse vom Kinsey mit den Analysen. Und er möchte, und die Folie habe ich für ihn. Und dass es ihr leichter versteht, machen wir das anhand einen Kühlschrank, weil das Essen kann sich ja jeder merken. Und ich hoffe es beim nächsten. Und zwar, die Austauschkapazität vom Boden, das bestimmt eine bestimmte Größe vom Kühlschrank. Also der Boden hat zum Beispiel 12 Austauschkapazität, da ist der Kühlschrank so groß, wie er jetzt gezeichnet ist. Hätte der Boden 24 Austauschkapazität, na, wäre der Kühlschrank doppelt so groß. Und was wäre dann im Kühlschrank drin? Da wären anstatt 2 Würste 4 Würste drin. Also auch doppelt so viele Nährstoffe drin. Aber das sagt nichts aus über die Bodenfruchtbarkeit. Die Bodenfruchtbarkeit ist dann das, wie der Kühlschrank bestückt ist. Also es müssen genau die Nährstoffe drin sein, weil zum Beispiel da vorgegeben 68% Calcium, 12% Magnesium. Wenn wir hergehen, nehmen wir das Calcium, die Eier, dann haben wir da in dem Kühlschrank 8 Eier drin und im anderen Kühlschrank haben wir 16 Eier drin. Und was wichtig ist, wenn ich Eier rausnehme aus dem Kühlschrank, dann kann ich nicht dafür einen Wein oder einen Käse oder irgendwas anderes reinstellen. Und den Käse, den machen viele Bauern, dass der falsche Nährstoffe dann reingehen. Und auch ganz wichtig ist das, der Kühlschrank, das sind, wie er jetzt bestückt ist, sind 100%. Und viele Bauern wollen auch viel Hüft, viel 105%. Dünger viel, viel mehr, dann geht aber die Kühlschranktüre nicht zu. Also fällt der schwächere Nährstoff wieder raus. Also so mal jetzt euch ein bisschen vorstellen, ich hoffe, ihr habt es verstanden, weil die Austauschkapazität ist eigentlich alles, was im Boden drin ist. Die Tonminerale, der Humus und die ganzen Nährstoffe, die im Boden drin sind. Und das ist praktisch da in den Kühlschrank platziert. Gehen wir zur nächsten Folie, weil sonst müssen wir Mittagessen. Also, da seht ihr zum Beispiel, der erste Betrieb hat 20 Austauschkapazität,
Der nächste Betrieb hat 10 Austauschkapazität. Das Calcium ist eigentlich eine Rechenformel, wie es errechnet worden ist. Der hat genau das Doppelte an Calcium drin. Da sieht man es auch nochmal. Dann ist auch das wichtig mit dem pH-Wert. Und zwar, der Boden, der hat eigentlich 7 pH-Wert, der ist zu hoch. Was fällt dem Boden an dem Tonmineral drauf? Es ist kein Wasserstoff dran. Also wenn der pH-Wert zu hoch ist, fällt der Wasserstoff, weil das erste Schwächste ist, fällt er raus. Und das ist eigentlich, wir brauchen aber gewisse Säure, dass die Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Also kann ich das verändern. Jetzt mache ich mal das auf pH-Wert 6. Normal sagt man 6,5 bis 6,8. Also, dann wird praktisch fallen Nährstoffe raus und setzt sich ein Wasserstoff hin. Aber dann gibt es wieder Betriebe, die haben dann einen pH-Wert von 5. Wenn ich pH-Wert 5 mache, dann fallen noch mehr Nährstoffe raus. Und dann wird der Boden zu sauer und dann habe ich auch die Gefahr, dass ich Aluminium freisetzen darf, und das wollen wir überhaupt nicht. Dann, was ich nur erklären will, die Tonminerale sind minusgeladen, der Humus ist auch minusgeladen. An den Tonmineralen sitzen die Kationen drauf, das sind alle positiv geladenen Elemente. Und an Humus, der ist minusgeladen, der hat aber eine Eigenheit, der kann auch minusgeladene halten. Deshalb sieht man an mehreren Bodenprobe, die niedrige Humusgehalte haben keinen Schwefel drin, haben kein Bor drin. Und der Stickstoff, den sieht man zwar nicht, der Nitratstickstoff, der ist auch minusgeladen, der geht verloren. Der Ammoniumstickstoff ist plusgeladen, der hängt normal am Austauscher dran. Und deshalb ist es so wichtig, den Humus aufzubauen, weil das nur die einzige Funktion ist im Boden, die ich selber beeinflussen kann. Die Tonminerale, die haben von Gott gegeben. Wenn ich Pech habe, habe ich halt einen schlechten Boden, oder der andere hat, also wir haben zum Beispiel einen sandigen Boden. Manch einer war froh, wenn er ein paar Tonminerale mir, einen tonigen Boden mir geben könnte, weil es zu viel ist, weil er sehr schwierig zum Bearbeiten, und ich wäre froh, wenn ich euch habe, aber den können wir nicht transportieren, das geht nicht. Dann der Humus, der weist das dreifache Nährstoffhaltevermögen auf als die gleiche Menge Ton. Das hat auch der Franz Rösel schon gesagt gehabt. Ich gehe vom Humus aus, von den Huminstoffen. Durch die Huminstoffe kann der Boden mehr Nährstoffe halten. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und da möchte ich euch dann ein Beispiel zeigen von meinem Betrieb, untersuchen lassen. Die erste Fläche hat 3,3% Humus. Da habe ich das vom Unterfrauner, da war ich mache auch für die Bioland, die Bodenpraktikerkurse bei mir im Betrieb. Da haben wir Analyse machen lassen und das Wasserhaltevermögen vom Boden bestimmen lassen. Und zwar auf 20 cm Tiefe, auf einen Hektar ist das bestimmt worden. Und wenn man das anschaut, der aber 3,3% Humus hat, der kann 650 Kubikmeter Wasser pro Hektar speichern. Und der nächste Fläche, das ist eine von meinen besten Flächen, also besseren, oder so mit den besten Flächen mit, die hat 5,6% Humus und der kann schon fast das Doppelte an Wasser speichern. Deshalb ist es so wichtig, am Humusaufbau zu arbeiten, weil das ist ja nicht bloß das Wasser, das werden wir messen können, das sind auch die ganzen Nährstoffe, die dran sind, dass wir einfach dann auch die Nährstoffe binden können und nicht im Wasser dann praktisch wieder das Nitrat feststellen kann oder irgendwelche Nährstoffe dann ausgewaschen werden. Und das wollen wir ja nicht, weil das ist ja das, was wir dann wieder düngen wollen, die wir uns dann fehlen. Aber ich möchte vielleicht noch auf eins drauf eingehen, das CN-Verhältnis. Bei meinem Bodenproben ist das CN-Verhältnis immer zwischen 9,8 und 11:1. Es gibt keine Fläche, die ein anderes CN-Verhältnis hat. Und von mir ist immer gesagt, so wie ich wirtschafte, kann das nicht sein, dass das CN-Verhältnis passt. Aber scheinbar muss es doch richtig sein, weil das immer so in der Richtung ist. Was passiert, wenn das CN-Verhältnis zum Beispiel 20:1 ist? Also das wäre für mich im Bio fatal, weil ich dann den
Stickstoff für meine Kulturpflanzen nicht kriegt. Der Boden behält mir den Stickstoff zurück und baut das Verhältnis wieder auf 10 zu 1 um. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Weizen draufstelle, dass ich das richtige CN-Verhältnis habe. Und da kann ich nicht irgendeinen so einen ausgelutschten Kompost-Dünger, der war 30 oder 40 zu 1 an CN-Verhältnis hat, der war 20 Mal umgesetzt worden ist, dann habe ich einfach keine Nährstoffe mehr drin, da ist nichts mehr drin. Und bei 10 zu 1, da gibt mir der Boden den Stickstoff her, meine Pflanze hat keinen Stickstoffmangel. Und ich stelle mal die Behauptung auf, im Bio gibt es eigentlich keinen Stickstoffmangel. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen kann, weil wenn alles einigermaßen richtig funktioniert im Boden, also ich die ganzen Pflanzenanalysen, weil ich mache da, wo ich noch nie, wo keine Pflanzenanalyse Stickstoffmangel kommt. Und was passiert, wenn ihr CN-Verhältnis von kleiner 10 zu 1 habt? Zum Beispiel bei einer Biogasgülle, was passiert da? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir waschen den Stickstoff aus oder das geht an das Humus-DPO ran und zieht mir den Kohlenstoff aus dem Boden raus. Also ich baue indirekt dann Humus ab und das will bestimmt auch keiner. Und deshalb muss man halt da reagieren und die richtige Maßnahme für seinen Boden finden. Deshalb sage ich, Hägler sagt nicht kopieren, sondern kapieren. Weil man kann das nicht umlegen, das 1 zu 1 auf jeden anderen Betrieb, weil jeder Betrieb andere Voraussetzungen hat. Gut, dann haben wir noch das Calcium-Magnesium-Verhältnis, was da eigentlich nur zu beachten ist. Sandige Böden können mehr Magnesium haben, tonige Böden sollte der Magnesiumgehalt ziemlich niedergehalten sein, dann sind sie auch elastischer. Weil ihr wisst ja, im Eisen, je mehr Magnesium drin ist, erhärter das Eisen wird und so ähnlich ist da auch drin. Und wichtig ist es, wir brauchen 50% Mineralien im Boden, 25% Luft und 25% Wasser. Dann haben wir den perfekten Boden. Da sieht man einmal, das habe ich vom Gänsebuch raus, wie sich der Magnesiumgehalt verändert. Wenn ich zum Beispiel den idealen Magnesiumwert habe, brauche ich weniger Stickstoff, als wenn der Magnesiumwert zu hoch ist. Das ist zum Beispiel zwischen 2,7 und 2,8 Kilogramm Stickstoff pro Doppelzentner. Und das macht auf einen Ertrag von 100 Doppelzentnern bis zu 100 Kilo Stickstoff mehr. Und das ist auch zum Beispiel eine Ursache, wenn ich im ökologischen Landbau oder im konventionellen Landbau, sagt einer, ich kann mit 100 Kilogramm Stickstoff kann ich 100 Doppelzenten Weizen dreschen, das wäre schlecht. Und beim ökologischen ist es auch so, also ich sage euch schon gleich, ich bin mit 30 oder 40 Doppelzenten Weizen im ökologischen Jahr nicht zufrieden. Weil ich sage immer, wenn mein Boden tiptop fit ist, dann ist er ein Hochleistungssportler, dann kann er auch maximalen Ertrag mir bringen. Dafür habe ich ihn tiptop fit gemacht, also möchte ich auch Gegenleistung für ihn haben. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal so eine Kinsey-Untersuchung mit vom Dr. Christoffel. Das ist zum Beispiel ein Sojaerfolg gewesen. Ihr seht schon, das ist ziemlich ausgeglichen schon. Es sind ein paar Elemente, weil Kalium, das ist für uns vom Bodenart her hoch, weil zu viel drin ist, aber das eigentlich, die anderen Elemente sind ziemlich ausgeglichen. Und da sieht man auch zum Beispiel den Humusgehalt und dann habe ich euch gesagt, das CN-Verhältnis 1 zu 10,3. Und da kommt jetzt die nächste Untersuchung, jetzt sieht man wahrscheinlich von hinten jetzt nicht so gut, aber ich habe mir jetzt das nicht ändern lassen. Weil das sind einfach Folien, die sind halt Untersuchungen, aber wir gehen auch das nicht durch. Aber ich überprüfe jetzt zum Beispiel die Pflanzen, wie die Nährstoffe, die ich düngt habe und die ich gegeben habe, ob die an den Pflanzen ankommen. Denn. Und das ist eigentlich wichtig, wenn ich eine Maßnahme mache, dann muss ich auch Kontrolle machen und nicht einfach dann weiter so. Dann schaue ich, wie das ist. Und zwar die dunklen Balken sind die alten Blätter. Und die hellgrünen Blätter oder gelben
sind die jungen Blätter. Und dann sieht man, weil sich das verändert. Zum Beispiel können wir da mal Calcium rausnehmen. Und früher war es feucht bei uns, weil es ist einfach die Bodenfeuchtigkeit gewesen. Nach der Untersuchung hätte ich eigentlich ideale Calciumwerte, sind auch sehr gut. Aber wenn die Untersuchung ist irgendwann am 20. Juni gemacht worden, weil die Trockenheit vom Anfang April bis zum Juni fast überhaupt nichts geregnet hat, dann ist der Boden zu trocken, dann habe ich keine Calciumnachlieferung. Dann ist es ganz normal, dass ich in die Blätter dann, in die jungen Blätter, zu wenig Calcium habe. Da kann ich eigentlich auch nicht sehr viel machen. Ich kann das vielleicht einmal ein bisschen unterstützen. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich bin kein Freund von irgendwelchen Präparaten. Ich sage, das muss von selber in den Boden gehen, weil ich kann das beeinflussen mit meinen Untersaaten oder Zwischenfrüchte beeinflussen. Aber bei mir, ich gebe da keinen Cent Gold aus, weil mir ist es wichtig, die Ursache zu finden im Boden, wenn irgendwas nicht stimmt und nicht mit irgendwelchen Pepperl da oder nur da irgendwo umeinander da und ich fahre da, hätte da nie den Sinn, dass ich dreimal mit der Spritze oder viermal mit der Spritze rumfahren da und irgendwas draufspritzen da, weil ich sage immer, wenn ich Bio bin und fahre viermal mit der Spritze und habe daneben dran einen konventionellen, der wäre nicht so intensiv war, dann sagt der, die Leute so, der Bio spritzt da nochmal so viel wie der konventionelle. Das weiß man nicht, ich kann halt bloß noch meine Spritze in der Blumen stecken, wenn ich da was ist glauben. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Dann ist, das ist jetzt einmal ein Großformat, das ist jetzt zum Beispiel so eine Trockenheuuntersuchung. Mich interessieren hauptsächlich die Nährstoffe, so Spurennährstoffe, weil zum Beispiel Kupfer, also den Normwert, den habe ich mit einem Futterberater zusammengesucht, den findet man eigentlich nicht leicht, dass man richtige Werte finden dort, die mir vorgegeben sind, die man haben soll. Und das habe ich von den Smala, das ist ein Immunologe und ein Biochemiker, der Blutuntersuchungen macht bei Tieren. Und der sagt den und den Werte, wo man drin haben. Jetzt zum Beispiel, wenn wir einmal Zink rausnehmen, für was ist Zink wichtig? Im Pflanzenbau? Für den UV-Schutz der Pflanze. Das wird immer wichtiger. Das haben wir jetzt einmal, letzte Woche waren wir bei den Winzer, ich habe mir gedacht, was tue ich bei den Winzer, weißt du, trink jetzt mal einen Wein. Aber da ist auch um die Elemente gegangen und also das war ganz interessant gewesen, ist, dann ist es um das gegangen, wie der Gärprozess vom Wein abläuft und dann hat sich herausgestellt, dass da Zink sehr wichtig ist, aber dann haben bestimmte Probleme, die haben einen Überschuss an Phosphor gehabt, Überschuss am Phosphor blockiert Zink in der Pflanze als Aufnahme und dadurch ist das Problem zustande gekommen und der Kreis schließt sich immer mehr, dass man hört, dass man dann wieder mit anderen Berufskollegen zusammenkommt, die bei einer anderen Sparte arbeiten, die haben dann bestimmte Probleme, also ist das ganz wichtig. Zink ist der UV-Schutz für die Pflanze. Was kann Zink noch? Viele gehen so Milchsäurebakterien und Gott weiß was in Silo reingeben. Zink ist zuständig für die Stabilität von den Silagen. Also wenn ich jetzt genügend Zink habe, habe ich immer stabile Silagen. Wir drehen alle Woche unser Mais weg, da ist nichts irgendwo schimmelig dran. Bloß weil der eine Woche lang keinen Anschnitt gehabt hat. Und das hängt mit den Spurnährstoffen zusammen. Und was macht es in der Kuh? Da haben sehr viele Betriebe Probleme bei den Kühen mit Mastitis, hohe Zöllen. Das ist bei der Kuh, regelt das den Absterbeprozess von den Zöllen. Also wenn zu wenig Zink ist, sterben mehr Zöllen ab, die werden über die Alter ausgeschieden. Dadurch hat er eigentlich einen hohen Zollgehalt, hängt aber nicht zusammen dann mit der Stallhygiene, weil dann wird den Bauern gesagt, die Hygiene passt nicht, dann setzt er wieder mehr Chemie, das ist wieder der Gülleschaden. Also irgendwo ist da immer der Haken dahinter und den sollte man eigentlich sicher hinterfragen. Also machen wir aber Sputen, weil sonst trauen sie mir einen Hahn ab. Das ist jetzt zum Beispiel der Kunde von mir, der das schon länger macht, ein konventioneller Betrieb. Da sieht man, mit 17 Rohprotein kann man 7,3 Megajoule im Gras erreichen. Man muss ja 20% Rohprotein und das ist überhaupt gezielt.
Wichtig ist, das Eiweiß, das muss verdaulich sein, leichte Löslichkeit und wenig Ammoniakstickstoff drin. Dann weiß ich, dass mein Eiweiß richtig umgebaut ist, dass genügend Schwefel da ist, dass wenig Nitrat drin ist. Dann kommen wir zu den Fallis im Boden. Also Gülle behandeln, das gehe ich jetzt ganz kurz drüber, da Mist zu Kompost zu verarbeiten und kein Grünmaterial. Also ich habe halt das Produkt Renoir eingesetzt früher, das ist über die Kuh gegangen, da ist weniger Ammoniak schon im Stall verloren gegangen und dann als Austauscher für das Kali, für die anderen Kationen, habe ich praktisch das Leonatit eingesetzt, das einen großen Austauscher hat und sich dann die Spurennervstoffe, also bei Kali zum Beispiel oder was, da draufsetzen kann. Auch der Nitratstickstoff, weil dann durch die Huminstoffe das gebunden wird. Dann habe ich einmal, dann da ja mein Mist kompostieren, ich darf dann halt ansetzen, nach dem Witte-Verfahren, der habe ich das gezeigt, und zwar habe ich mal das untersuchen lassen. Den Kompost ist da jetzt einmal als erstes her. Also kein Nitratstickstoff, kein Ammoniumstickstoff und nur organisch gebundener Stickstoff. Und dann, wenn man aufs CN-Verhältnis schaut, 16:1, also sehr enges Verhältnis, also der wirkt dann schnell und wird in dem Zeitraum beim Ausbringer auch umgesetzt. So setzt man an, ich lade meinen Stallmist auf dem Streuer auf, dann hinten die Streuaggregat unten, das untere Tellerwerk weggemacht und dann wieder abgestreut auf 2,50 Meter Höhe und dann los mit dem Lader andrückt und mehr ist es nicht. Dann die Temperatur schaue ich, dass er nicht über 55 Grad hat, das sitzt in der Zusammensetzung. Dann, der wird nicht abgedeckt, nicht umgesetzt. Dann habe ich einmal messen lassen, weil mich das interessiert, weil für Nitrat, weil die sagen ja immer, dass das MIN-Untersuchung, dass da Stickstoff verloren geht. Also da haben wir 25 gehabt am Gras. Da habe ich einen Haufen im Herbstwetter, habe ich früher messen lassen, habe ich 16 MIN gehabt und den Haufen weggeschoben, unter den Haufen sind 20 MIN drin gewesen. Also oft ist unter den Haufen trockener als gegenüber. Und was mir auch sehr auffallend ist, um den Haufen rum wächst Gras viel besser als daneben. Und beim Misthaufen ist es ja normal, wenn es nichts macht, ist es gerade umgekehrt. Ja, ich habe einmal auch CO2 drin gemessen. Da sind über 10.000 CO2-Einheiten drinnen. Also, wenn er der andrückt ist, dampft nichts mehr, schmeckt nichts. Ja, also geht nichts verloren. Dann bringen wir 10 Tonnen pro Hektar aus. Also ich habe bloß ein bisschen was von meinem Vorredner gehört. Also mich interessiert eigentlich das Gewicht weniger. Wir haben zwei Maßnahmen gemacht. Eine Maßnahme ist das, dass wir nie in einen nassen Boden einfahren, dass der Boden trocken sein muss. Und dann arbeiten wir mit festen Fahrgassen. Wir haben ein Fahrgassensystem festgelegt und das auf 120 Meter. Und da wird immer gefahren und nirgends anders. Also die ganzen Techniken, wo jetzt irgendwo sie Transporte machen oder was, fahren auf den Fahrgassen. Ich habe ein Lohnunternehmen, ich kann hier bei einem Bauern hinfahren und komme mit so einem kleinen Strahler mit 4 Tonnen an, der schickt mich wieder heim. Ihr müsst das auch sehen, wir müssen auch schnell sein, flexibel sein. Und ich sage immer, ganz wichtig ist, nach meiner Sicht hier, ist das, lieber von der Technik ein bisschen überdimensioniert und dann genau den optimalen Zeitpunkt zu finden, dass ich auch von der Feuchtigkeit her und vom Ding her den idealen Zeitpunkt erwischt, weil ich dann den Vorteil habe, dass ich nie in nassen Ding rummatschen muss, weil einfach mir die Zeit davon läuft. Und deshalb haben wir eigentlich eine riesenhohe Schlagkraft auf unserem Betrieb. Nutzen aber das im Lohn dann, also nicht die Maschinen. Ich habe einmal so eine Schulung für Bio-Umsteller gehabt, da haben sie in meine Maschinenhalle reingekommen, da habe ich gesagt von ihnen, also überlegt euch das, wenn sie auf Bio umstürzt, dann wird sie mindestens den Maschinenpark kommen, dann waren alle mal wieder rausgerannt. Aber das ist eigentlich, das muss man immer wissen, was man macht. Und eigentlich ganz wichtig ist für mich, ist das, das Gewicht ist nicht so entscheidend, aber der Schlupf ist entscheidend. Wenn ich natürlich einen kleinen Schlepper dran habe, der war am Boden quetscht,
Das ist viel schlimmer als der Druck. Und dann haben wir Hängen, wir fahren alles bergab in die Hängen rein. Also den Streuer, den habe ich nicht mehr, den habe ich immer von meinem Nachbarn ausgeliehen, den wollen wir gerade singen, den habe ich, weil das ist schon, also das ist überdimensioniert. Das, also ich wollte es eigentlich bloß zeigen, dass es sitzt. Dann machen wir die Bodenbearbeitung mit der Hackfräse. Ich nenne es extra Hackfräse von der Firma Jolly. Ich arbeite da mit der Firma Jolly zusammen. Die haben auch da modifizierte Fräse. Also der wird genommen zum Gegras abtöten, Untersaaten abtöten, wintergrüne Zwischenfrüchte fräsen. Von mir siehst du im Winter keinen schwarzen Boden. Ist immer bedeckt mit Zwischenfrüchten, die teils abfrieren, teils nicht abfrieren sind. Dann werden wir die Maisstoppeln auf 3 cm Tiefe im Boden fräsen. Das ist das Einzige, was wir nicht im Bewuchs fräsen. Außerdem ist ein Untersaat drin. Das geht darum, im Fluglosen ist es das Problem, dass dann hast du die Maisdrohnen und Wurzeln, hast du Riesenstöcke hier rumliegen. Und die trennen wir, dass da nur einzelne Wurzeln rumliegen. Und dann machen wir bei der Fräse den Deckel zu und durch das Hacken dann eigentlich nur das Biffin abfräsen, also nur den Maisstoppel abfräsen. Und dann machen wir einen Deckel zu, dass den Stoppel drinnen zerfetzt. Und dann kommt Erdboden rein und dann ist eigentlich der viel schneller umgesetzt. Jetzt einmal war neue von mir da, da wollte einer das sehen, weil das funktioniert. Dann habe ich vergessen, dass ich ihm gesagt habe, da waren wir auf einem Weizenfeld, da war der Meister vor dort gewesen ist, dann haben wir auf einem anderen Feld gewesen, da sagt er zu mir, kannst du mir jetzt einmal auch das Feld zeigen, weil der Meister dort gewesen ist? Dann habe ich gesagt, da waren wir schon dort, der hat fast keinen Maisstoppel nicht mehr gesehen. Und das ist eigentlich wichtig, wir können nur einen Maiszünsler bekämpfen, wenn unsere Maisstoppeln zersetzt sind, weil soll der, wenn der im Winter zersetzt ist, der Maisstoppel, weil soll der Zinsler überleben? Also das andere alles, glaube ich, da können wir nur so viel Technik haben, werden wir das nie schaffen, dass 100% wir den Zinsler ausrotten. Dann machen wir Grünlanderneuerung, eigentlich da bin ich hauptsächlich drauf gekommen. Dann wichtig ist, für schneidende Werkzeuge, der Acker muss absolut eben sein. Also sind die anderen Arbeitsgeräte viel wichtiger nur als die Fräse. Weil wenn einer sagt, die Fräse, die fräst mich nicht alles ab, dann haben die anderen Arbeitsgeräte davor nicht gestimmt. Und dadurch ist auch der Flug schlecht, weil du immer unebener Boden hast. Wichtig ist, nicht im nassen Boden zu fräsen. Dann, es sollte in den nächsten 2 Tagen schönes Wetter sein, dann funktioniert das wieder mit dem Abtrocknen besser. Dann die Rotordrehzahl und die Fahrgeschwindigkeit müssen passen. Wir arbeiten mit einer 5,50 Meter Fräse. Wichtig ist da, der ist so konzipiert, ich spritze da überhaupt nichts rein, der ist für mich so konzipiert, dass die Feinboden gleich nach der Fräse hinfliegt und das Grobmaterial oben drüber. Und für mich ist es das wichtig, dass das abtrocknet, dass das trocken ist. Da sieht man es einmal nochmal zwischen 3 und 4 cm. Dann da sieht man die Messer sind so angeordnet, dass sie eine Schneide haben. Also der schärft sich immer selbst. Und durch die Schneide schneidet er das raus. Und nicht haut es raus. Und da muss halt dann auch die Drehzahl passen, dass auch das Material, wenn ich zu schnell drehe, weil alle erzählen, da muss man, weiß nicht, welche Umdrehungen machen, wenn ich zu schnell drehe, dann wird die Fräse wie eine Trommel. Und dann darf man das Material immer schubweise entleeren. Also das muss die Fahrgeschwindigkeit und die Drehzahl muss so passen, dass das permanent raus, dass das ganz sauber abgelegt ist. Wenn das ganz sauber abgelegt ist, dann ist das normal in 5 Tagen trocken. Da sieht man die Räder. So schaut das Material aus, wenn es dann abgefräst ist. Dann nach 5 Tagen. Dann werden wir es mit der Flügelschaugruppe im Boden einarbeiten. Das ist ein Doppelwalzengrümler, da ist auch hinten die Walze das sehr sauber rückverfestigt. Und da haben wir, ich arbeite mit der Firma Horsch zusammen, da haben wir eine neue Gruppe entwickelt. Den hat jetzt die Firma Horsch in Serie übernommen. Da ist diese Walze hinten hydraulisch zum Verstellen. Weil das ist ja immer so, wenn ich einen leichten Boden habe, dann sinkt der Gruppe zu tief ein. Haben wir schon festgestellt, dass das organische Material wieder nach oben geschleudert wird. Also dann wir praktisch dann das steuern, dass wir dann weniger Druck geben. Und wenn der Boden schwerer ist, dann geben wir mehr Druck.
Und dadurch hast du eine bessere Zerschlagung vom Boden, also die Oberfläche wird zu und es dort den Boden rückverfestigen. Wenn du das aufhebst und gehst drauf, da sind es 5 cm, lässt es runter, ist fast nicht zu glauben, da sind es vielleicht nur 2 cm. Und dadurch haben wir auch einen besseren Effekt. Da schaut es dann aus, wenn es eingegruppert ist. So arbeiten wir, wenn es trocken ist. Einer Gruppe, da noch was, dass einfach die Feuchtigkeit nicht verloren geht. Also der auch wieder, der Walze hat 8,5 Tonnen, mit der wenn wir den Boden rückverfestigen. Also ich behaupte, also das ist, einige kennen ja meinen Boden, dass das nicht ganz falsch ist, was ich mache da, weil einfach wir auch eine Bodendurchtrümmelung haben, wir haben keine Flugsäule drin und da kannst du 20 cm reinstechen, dann hast du 20 cm tief gekrümmelt. Dann wichtig ist, den Boden rückzufestigen, weil es jetzt so trocken war, also ein falsches Saatbett, dass das Wasser nicht verdunstet, weil dann kann ich das Wasser halten. Und das ganz, ganz Wichtige ist das, das nächste Werkzeug, was kommt, das sind Gänsefußschare. Und wenn ich keinen festen Boden habe, dann kann ich mit Gänsefußscharen nicht arbeiten, weil der Gänsefußschar dann nicht schneidet. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Weil wir bauen zum Beispiel nach Weizen Wintergerste an, da haben wir null Durchwuchs drin. Und da machen wir gruppen das auf 15 cm und dann ist das rückverfestigt. Dann haben wir eine Schaukart-Untersuchung gemacht, 10 cm tief. Weil das Korn drin gegen von der Wintergerste und die ist rausgewachsen, weil es genügend Feuchtigkeit hat, weil die Feuchtigkeit da ist. Und was nur wichtig ist, der Boden ist viel kühler. Wir haben Temperaturmessungen gemacht, bei 30 Grad Außentemperatur ist der gewalzte Boden um 7 Grad kühler als bei der offene Boden. Und dadurch habe ich weniger Wasserverdunstung. Wir haben auch bloß zwischen 500 und 600 Milliliter Niederschlag. Und deshalb muss ich halt wassersparend arbeiten. Das wird uns nun mehr auf uns zukommen, dass wir da unser Bearbeitungssystem wir den normal, wenn wir striegen, wir den eigentlich sehr wenig arbeiten. Wir den im Dreiblattstadium striegen wir und dann nehmen wir die Walze und walzen es wieder fest. Und dann geht das praktisch im Winter. Und das fördert eigentlich die Bestockung. Ich verliere dadurch wenig Stickstoff und ich habe einen hundertprozentig ebenen Boden. Und ich behaupte mal, dass nicht das, was man oft sieht, was ein Fahrstuhl gewesen ist, dass das grüner ist. Das ist aus dem Grund wesentlich grüner, weil ich keinen Nitratstickstoff habe, dann auch kein Nitrit nicht wird und dadurch wird oft die Pflanze gelb. Weil der Nitrat vergisst und wenn ich die rückverfestige und bind den Stickstoff anders in den Boden ein, dann habe ich eine Ammoniumversorgung, also keinen Stickstoffverlust und dadurch sind die Pflanzen grüner. Weil bei mir, wenn du im Winter die Pflanzen anschaust, die sind, also im Winter sind sie immer dunkelgrüner, weil er konventioneller seine Dinge hat. Da sieht man auch dann, ich schaue halt immer da, wenn die Wurzelummantelung ist mit den mit dem Boden, dass die Wurzeln immer mit Boden ummantelt sind, dann weiß ich, dass auch die Bodenbiologie funktioniert und das ist ganz wichtig, aber da habe ich nur ein Bild in der Zwischenfrucht dabei, also da ich bloß einmal schnell durchklicken, also das ist jetzt zum Beispiel der Untersaat, mir ist eigentlich das nicht wichtig, wenn der so hoch ist, es ist für mich uninteressant, ich glaube ein Untersaat, wenn hier ein Getreide drin ist, mähe es ab mit einem Aufbereitermähwerk und lege es ab. Dann die Strohhalme abgelegt, das zieht kein Wasser nicht. Bei den Strohhalmen siehst du in der Früh immer ein Wassertropfen oben drauf, auf unten das Wasser zieht. Aber das Gras fängt dann das Bestocken an. Und da rege ich eigentlich dann auch das Wurzelwachstum und das Ding. Ich will ja das so hoch. Das ist bei der Kuh füttern ein größer, ein ligninhaltiger, dass das Material wird, ein schlechtiger, das zum Verdauen ist. Und ich vergleiche immer die Kuh mit dem Boden. Das ist auch ein lebender Organismus. Dadurch muss ich schauen, dass ich dem Boden langsame Nährstoffzufuhr gibt und auch das, was ich an Organik gibt, ihm so gibt, dass es leicht verdauen kann. Da brauche ich kein Präparat nicht. Das ist praktisch die Zwischenfrucht fress gewesen. Da ist wieder eingearbeitet, dann wieder gewalzt
da ist jetzt zum Beispiel eine Fläche, da war Mais dort, da haben die Maisstoppeln gefräst und dann ist ein Roggen eingesät worden. Da siehst du, es liegen nur einzelne Stoppeln rum, die haben aber aufgepflanzt. Also wenn der Wurm Lust hat, kann er es auch holen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Kronenwurzeln getrennt sind, meiner Sicht. Also die Technik vom Säen haben wir so gestaltet, die Scheibenwecke, die ist rausgekommen, da haben wir Gänsefußschau drin, wir schneiden auf 3 cm oder 5 cm, je nach Saattiefe, das ab. Deshalb auch das vorherige Walzen, weil wenn ich das abschneide und die Wurzel vom Ding trennt ist, dann kann ich auch sofort mit der Walze rückverfestigen, dann wächst man das nicht weiter. Und dann säen wir halt unsere Saatgut aus. Also auf 50 cm säen wir Soja, Mais, Raps. Und zwar, wenn wir extern Soja impfen, da haben wir so ein Krankenhausinfusionspunkt gebaut mit 12 Abgängen. Und da haben wir praktisch im Boden das Impfen drin. Dadurch haben wir eine wesentlich bessere Verteilung mit den Knöchelbakterien, die haben nicht an Hauptwurzeln, die sind an den Feinwurzeln dran. Und das Gerät können wir abbauen und dann können wir da Getreide aussehen. So säen wir Getreide. Da wird vorne, das ist die Tiefenführung für die Säenmaschine, für die Gänsefußschale. Hinten haben wir die Tiefen für die Axis aufgehoben und dann wird eingesät. Und die Bearbeitungstiefe ist immer die Saattiefe. Und dadurch schneide ich meine ganzen Wurzelungkräuter. Das wird dann sicherheitshalber nur mal alles geschnitten und das in einen Arbeitsgang. Bei Mais machen wir dann so Gleise rein, weil wir wir haben keine Kamera gesteuert, das Hauptgerät. Wir haben dann, da drückt man praktisch mit so Dinger, die Furchen rein, dass das Hauptgerät, der Leitzinken dann die Furche findet und dann steuert sie sich selbst. Da machen wir Untersaaten im Mais, das Bild ist jetzt ein bisschen, das habe ich vergessen zu machen, dann habe ich es nachträglich Schlepper reingekriegt, da sitzt also kein Fahrrad drum, der Fahrer fotografiert. Normal schon eher nicht ganz so spät, aber wir haben auch so spät eingesägt. Heuer bei dieser Trockenheit haben wir beim Nachbarn auch eingesägt, ist ein super grüner Bestand, der bei mir gewesen ist, wenn man zu mir, bevor wir ins Dorf reingefahren ist, ein Maisfeld gewesen. Das ist aufgegangen, das ist gabboniert. Am Anfang wird es wahrscheinlich nicht aufgegangen sein, aber das ist total grün und dann haben die Nährstoffe gebunden, die gehen wir verloren. Dann tun wir Mais hacken. Also wir tun eigentlich zweimal bearbeiten den Mais. Also wir haben sehr viele Steine, bevor es den Mais rausstößt, tun wir mit dem Hackgerät einen Erdboden draufschieben. Und zwar, wir säen auf 3 cm und dann können wir nur 4-5 cm Boden draufschieben, aus zwei Gründen. Wir haben sehr viel Raben, wenn es so tief drunter ist, dann holt er uns die Körner nicht raus, weil er dann nicht mit dem Schnabel so weit runterkommt. Und die Steine, die rollen von dem Ding weg. Dadurch habe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nur mal hacken oder wenn ich mal nur mal striegeln müsste, rollen die Steine in das Tal rein. Und vor allem wichtig ist es beim Soja. Beim Soja lassen wir die Keimblätter rauskommen und dann schüttet man nun mal 5 cm Boden drauf, dass so überhöht ist. Dann rollen die Steine weg, der Boden setzt sich ein bisschen, dadurch ist ein Zentimeter höherer Schottenansatz, da wische ich schon mehr und ich habe keine Steine dann am Schneidwerk dort. Und das ist eigentlich das, weil wenn du Steine hast, wir haben steinreich, in der Oberpfalz ist es so, dann muss man sich halt da ein bisschen helfen. Und dann tun wir eigentlich den Mais dann nur mal, der zweite Mal Hackvorgang, der ist dann im Achtblattstadium, weil da legt er dann die Kolbengröße fest und da hackt man eigentlich durch, der ist, sonst wird da überhaupt nicht durchgefahren. Also der wird striegeln dann sonst nicht, wir machen nichts. Und das machen wir auch bei den Säuerungen. Also ich bin einer, also im Getreidebau, den wir nochmal einmal striegeln und ich sage den Leitsatz, sag ich, das ist für mich, ich muss den Boden so beschaffen, also in den Zustand bringen, dass die Kulturpflanze einen Vorteil hat. Und dann ist es wurscht, wenn eine Unkrautpflanze drinsteht,
Weil da muss ich den letzten hier raus, sobald der keinen Schaden anrichten. Dann steht halt der mit drin. Durch das, dass wir Anlagen haben, stehen ja ein paar Unkräuter drin. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dann habe ich keine Abschwemmungen. Also wir haben Flächen mit 500 Meter Länge, da kommt vom Nachbarn, vom Maisacker, das Wasser schon und bei 500 Meter, da ist kein Schuttkamm voll draußen, wenn in einer halben Stunde 40 Liter Regen kommen wird. Und das ist eigentlich für mich ein wichtiger Punkt. Dann sieht man, das ist mein Mais, das ist gleich der Nachbar, das ist bloß der Weg dazwischen, der ist nicht rübergekommen. Oder warum? Ja. Also muss ja besser in Erzern, muss ja mehr Vorteile haben gegenüber Nachbarn. Sein. Da kann es von der Sorte abhängen. Ich habe auch mal eine Untersuchung gemacht, also der vorher habe ich, also von 18 nicht. Also im Biomais ist auch 7,2 Megajoule möglich. Also ich sage immer, es ist normal fast kein Unterschied. Ich glaube, dass zu viel Stickstoff Mais gibt und der will gar nicht so viel Stickstoff. Weil wichtig ist der Kornertrag. Dann ist ja ein Untersaden. Dann der Mulch ist, da kommt der Soja hin. Da ist die Zwischenfrucht. Die Zwischenfrucht wird immer so gestaltet, wie die nächstfolgende Kultur ist. Also wird immer abgeschrieben auf die nächstfolgende Kultur. Das ist jetzt eine Zwischenfrucht, die Stickstoff aus dem Boden zieht. Da werden wir Soja sehen. Da sieht man Sojapflanzen. Und da sieht man zum Beispiel die Knöchelbakterien dran. Weil wir das da dran sind. Der Gänger, der Reihenabstand ist 50 cm. Wenn es dazwischen rein ist, sind die ja auch noch drin. Und das führe ich auf das Bodenimpfen zu Ding, weil ich keinen Verlust habe. Das Impfmittel kommt zu 100% an und das, durch die Feuchtigkeit im Boden breitet sich das aus. Und beim Korn habe ich halt, wenn ich impfen, da immer ein bisschen Verlust durchs Impfen, durch das, dass es dann wieder mechanisch bearbeitet, durch das, dass durch Bläse durch muss. Und da habe ich halt ein bisschen einen Vorteil geschaffen. Dann bauen wir Gegras an, Gegras bauen wir immer auf Flächen an, die Phosphor- und Kaliüberschüsse haben, dass wir das abbauen. Und da tun wir halt dann praktisch mit Schwefel oder Bor. Bor ist für mich ein sehr wichtiger Nährstoff, weil Bor ist, ohne Bor hast du keinen Humusaufbau, weil die Wurzeln, da hast du immer schlechteres Wurzelwachstum. Dann auch die Zwischenfrüchte sind wichtig. Und zwar die Vielfalt macht es, am besten sind 20 verschiedene Arten einzutun und immer Arten einzutun, die wir absterben und die wir auch grün bleiben. Und ich sehe halt so, die Zwischenfrüchte, wo es Großkönige legen, also Großkönige sind, das sehe ich mit der Drille und zwischen der Drille, zwischen der Reihe von der Drille, da schmeiße ich die Feinkönigen flach, also eine, und zwar, dass sie nicht so tief vergraben sind und dass die keine Konkurrenz mit der anderen haben. Und dann habe ich 100%ige Bedeckung, weil die Zwischenfrucht ist das, wo sie am längsten draußen stehen habe und wo sie nicht beeinflussen kann. Da kann ich ja mit dem Striegel durchfahren oder irgendwas machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich kein Unkraut von einem Jahr ins andere Jahr ziehe. Da sieht man mal die Biologie. Das ist Mitte Oktober, der Roggen ist praktisch in der Zwischenfrucht drin gestanden. Und das ist 6 Wochen ist ja ungefähr gestanden, Anfang September gesagt, da seht ihr mal, was das für eine Wurzelmasse ist. Also ihr müsst immer die Zwischenfrucht anschauen, nicht mit dem Auge der Kuh, sondern unten reinschauen, weil das ist unten drinnen, das ist für den Boden viel, viel wichtiger, weil das der Boden am schnellsten und am besten verdauen kann, dass er auch da Humus wird. Also wir werden die Zwischenfrüchte walzen, aber nicht im grünen Zustand, nur bei minus 10 Grad, wenn die Zwischenfrüchte brechen, dann kann der Wurm praktisch das Material, was da abgestorben ist, schon einholen. Und durch das ist jetzt praktisch die Zwischenfrucht gewesen, weil ich euch gezeigt habe am Anfang mit der Untersaat. Also da ist ein Weidelgras drin, da alles Mögliche drin und da sind die Abfrieren, dann sind jetzt niedergewalzt, das holt der Wurm weg und ich muss feststellen, wenn es im Weihnachten reingrabst, da arbeitet nur der Wurm drin. Und zwar aus dem Grund, bewachsener Boden friert nie so aus oder nie so schnell aus, als bei unbewachsener Boden. Weil das wisst ihr selber, auf einem gepflügten Boden kann ich mit dem Düngerstreuer drüber fahren, da sinkt die nicht rein. Aber wenn ich auf einen bewachsenen drauf fahre, dann sinkt die ein, weil der nicht so, Ding ist nicht so direkt, weil der zu wenig zusammenfriert. Und deshalb ist auch das mit der, so wie das ist ein Blödsinn, weil da oft gesagt wird, wir brauchen die
Frostgarre, die Garre brauche ich im Boden drin, da brauche ich keine Frostgarre, weil wenn der Boden in Ordnung ist, dann fällt er sowieso, dann brauche ich eine Frostgarre. Da sieht man ja die Bodenstruktur. Dann da haben wir mal mit Mr. Folgentreu Wasserversickerungstest gemacht. Da haben wir 100 Liter Wasser auch in der Zwischenfrucht, 100 Liter Wasser in einer Minute dann weg gewesen, bis der andere ein Handy rausgebracht hat zum Stoppen, ist das Wasser schon weg gewesen. Und das haben wir sogar in einer Senke drin gemacht, weil normaler Feinboden zusammenläuft. Da machen wir also Schulungen, das ist die Frau Dr. Dreimann, der ist von Norddeutschland, eine Wissenschaftlerin, die hat ihre Doktorarbeit auf Stickstoff gemacht, da ist sie perfekt in dem Ding. Dann der Mr. Folgentreu, das ist auch einer von meinen Leuten, der war immer Rat und Tat zur Seite stehen, weil er eine Fachkompetenz hat und das nicht als Verkäufer, sondern als Bodenspezialist. Und das ist die Ursache für das Gelingen und Nicht-Gelingen sind vielfältig. Das ist immer das, was man ein bisschen sagen muss, was man immer ein bisschen beobachten muss. Was ist davor gewesen, warum das die Zwischenfrucht nicht funktioniert? Wenn der Boden natürlich die ganze Feuchtigkeit verloren hat, dann wird wahrscheinlich die Zwischenfrucht auch nicht wachsen. Was hat sich geändert? Das sieht man mal als eine Bodenuntersuchung, die sind alle Nährstoffe in Ordnung. Dann haben wir einen Kunde zur Verfügung gestellt, das ist das gewesen, wo ein Sinnbach gewesen ist, der Sinnflug gewesen ist. Die Fläche ist mit der wintergrünen Zwischenfrucht gewesen, ist gefräst worden nach dem System, was ich euch gesagt habe. Da sieht man zwar nur ein bisschen, dass es ein bisschen rumgeschwind und das ist die Nachbarfläche gewesen. Aber der hat jetzt auch, der macht das gleiche System mit der Fräse jetzt, der hat das gleich kapiert, weil wenn es nebeneinander ist, der Boden gleich, alles gleich, bloß der hat pflückt und der andere nicht. Also ist, deutlicher kann man es nicht zeigen. Also nochmal zurück, wenn es einer nicht gesehen hat. Und das ist Nachbarfläche. Dann habe ich den Boden einmal an den Sinn, aber eigentlich habe ich gar nicht gewusst, dass ich so einen guten Boden brauche. Ich aber gekommen, ich sagte, ich habe so einen Boden hier gesehen. Und da haben wir mal die Frau Dr. Dreimann einmal ein Ding gemacht, Bodenansprache. Bloß, dass man sieht, macht es bei euch auch mal Bodenansprache, beurteilt es. Wichtig ist, wenn einer vor einem System Test macht oder in ein anderes System umsteigt, der Bodenansprache, dass er einmal das beurteilt und dann nach 4-5 Jahren wieder beurteilt oder nach 2 Jahren beurteilt. Das Einzige, was nicht so gut war, das war die Durchwurzelung, aber das habe ich eigentlich auch wieder, das ist genauso ins Lot, das habe ich eigentlich noch vorhin schon gezeigt gehabt, dass das Wurzelding extrem da ansagen, das führe ich aber auch auf eine bessere Bohrversorgung im Boden mit zurück. Dann bin ich geehrt worden als Botschafter gesunden Bodens, weil ich halt einer von den Propheten bin, der da ein wenig rumfährt. Ich kann das nur machen, das sage ich ganz ehrlich, weil mein Vorredner schon gesagt hat, wenn ich meine Leute zu Hause habe, die so arbeiten mit den Gedanken, weil ich arbeite, dann kann ich überall hinfahren. Also da brauche ich mir nichts denken, da brauche ich kein schlechtes Gewissen noch, wo stellen sie jetzt daheim wieder an. Und das mal sagen, das funktioniert. Ich habe zwei Arbeiter beschäftigt und zwei Schwiegersöhne. Ich habe immer auch Spaß gesagt, weil sie mich immer so geärgert haben, weil ich drei Töchter habe. Da habe ich gesagt, aber ich kann mir die Schwiegersöhne aussuchen. Die haben wir zwar nicht aussuchen können, aber passen denn's. Das ist auch schon gut. Aber das ist eigentlich die Grundlage für das, dass man erfolgreicher ob das jetzt ein Landwirt ist oder ein Unternehmer ist, wenn alle an einem Strick sind, da muss auch die Bezahlung stimmen, da muss auch das andere alles stimmen, dann kann man auch solche Sachen machen. Und deshalb mache ich auch das gerne, weil ich Weckerkinder da, weil ich Auskinder da. Gut, ich bin auch schon ein wenig älter, ich will jetzt das nicht irgendwo mitnehmen, ich will das euch wieder mitgeben und mein Ziel ist eigentlich das, den Boden in den Zustand zurückzugeben, weil man von meinen Eltern gekriegt hat, oder nun vielleicht wieder ein bisschen besseren Zustand. Dann haben meine Kinder auch eine Zukunft und viele Landwirte, die arbeiten so, als wenn auch ihnen keiner mehr kommen hat, dann muss der Junior dann den Schaden vom Senior ausbaden und das ist für mich die falsche Landwirtschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Fragen? Ich bin interessiert in den Untersaaten. Was hat sich denn da bei dir so bewährt? Welche Mischungen und welche Zeitpunkte, welche Kombinationen? Also die Untersaaten mache ich grundsätzlich im Frühjahr eine und das ist immer eine Mischung zwischen 10% E und 90% Walgras. Also ich nehme immer die von der DSV, die Mischung M2, weil nur mit E finde ich, viele Betriebe haben auch das Problem mit Disteln. Wenn ich Stickstoff produziere und holen wir keiner den Stickstoff raus, dann geht mir der Stickstoff verloren. Und deshalb nutze ich dann das Gras, das macht mir Milchsäurebakterien, das macht mir Zucker. Der Zucker, den braucht das Bodenleben wieder. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor, der Zucker, dass das aktiviert wird und dass das wieder läuft. Ich baue zum Beispiel niemals nach G-Gras zum Beispiel einen Weizen an, weil da geht der Stickstoff verloren. Der Stickstoff, der Weizen braucht im Herbst 20 N. Und wenn ich den 20 N, das sind ja mehr, was mir das G-Gras bringt. Deshalb würde ich ja zukünftig immer nach G-Gras Raps bauen, weil der Raps, der braucht im Herbst sehr viel Stickstoff und dann nutze ich den Stickstoff wieder aus. Und das ist eigentlich das, was ich mir am Anfang gesagt habe, Stickstoffverlust so gering wie möglich halten. Das ist eigentlich die Philosophie von einem Betrieb. Von mir gibt es keine feste Fruchtfolge, also ich mache nur Fruchtfolge auf Feld. Also das Feld passt jetzt, dann kann ich das machen, dann mache ich eine 5 Liter, weil ich habe Böden dabei, zum Beispiel mit 5% Humus oder 6% Humus, da haben wir Stickstoffnachlieferung von 150 N. Wenn ich da zum Beispiel Ackerbohne hinsetzen darf, das wird Ackerbohne nicht. Weil der Stickstoff ist, also vorher auf der Fläche, mehr Stickstoff zehren die Pflanzen und dann wieder, und dann auffüllen das dann mal wieder mit einem G-Gras. Also das ist sehr individuell, weil ich das gestalten da eigentlich nach meinen eigenen Ermessen. Also 2018 bin ich zum Beispiel hergegangen, die Zwischenfrüchte, da ist so trocken gewesen, dass ich nicht aussehen können, dann sehe ich auch den nicht aus, weil das ist, dann habe ich Müll stehen, der brauche ich nicht. Und dann habe ich die Zwischenfrüchte erst Anfang September platziert, dann bin ich halt hergegangen, habe die Zwischenfrucht reduziert, also die Körner und habe da mehr Rocken und mehr Gras, das war überwintern dies. Oder dann Winter die Erbse oder was eingebracht oder was. Das da ich dann selber, ich kaufe eine Basismischung und dann da ich immer dann meine Beimischungen dazu machen, je nach Boden, je nach Ding. Also das wird eigentlich individuell für jeden Boden geändert. Also bei feste Kombination gibt es nicht. Ich baue auch kein Gras an, das halte ich auch für mich, das ist ein wenig so ein Logo von meiner Seite her. G-Gras im Getreide einbauen und dann das als G-Gras weiter nutzen. Entweder habe ich kein gescheites Getreide nicht oder ich habe kein gescheites G-Gras nicht, weil wenn ich mit G-Gras, mit Luzerne im Getreide arbeite, das wird nie was gescheites. Deshalb tue ich dann immer Getreide weg, da kommt dann keine Untersaat rein und dann wird eine saubere Ansaat vom G-Gras gemacht und das immer breitflächig, dass ja der Boden komplett bedeckt ist. Weil dann hat jede Pflanze ihren Platz. Und da tue ich auch schauen, dass ich 10, also 6, 8 verschiedene Arten einbringe da. Nicht bloß jetzt ein Weidelgras und ein Rucki und ein Weißklee, sondern auch ein Wiesenrispe, dass auch der Boden unten zu ist. Weil das ist eigentlich das Problem von Ampfer und solche also Wurzelunkräuter, da ich die meisten Probleme habe. Die Frage, was. Du hast gesagt, du hast deine Fräse zu einer Hackfräse gemacht. Was unterscheidet eine Hackfräse von einer normalen Fräse? Ja, die Anordnung, den Namen habe ich eigentlich bewusst selber gewählt, weil wenn du von einem Betrieb hinkommst und sagst, du Fräse habe ich, da werden wir das tot machen können. Und die ältere Generation hat ja die Fräsen Leiden durchgemacht. Dann sagt er, hau doch ab mit deinem Klump, was wirst du, das haben wir vor 20, 30 Jahren schon gemacht, das ist nicht gescheit gewesen.
Der Grund, warum das ich so bezeichnet habe, ist das, weil der wie eine Hacke im Boden hätte und eine frühere Fräse oder so im Boden durchgeschmiert. Und dadurch hat es auch den Rücken von der Fräse praktisch den Boden verschmiert, dass auch der Boden dann verschmiert gewesen ist und dass er dann nicht mehr gearbeitet hat, dass dann die Bodenfunktion kaputt gewesen ist. Und so habt ihr das praktisch stückelweise raus, weil der Rücken von dem Messer mir in den Boden eingebettet ist. Und dadurch kann ich auch das Messer bis zum letzten Zentimeter nach hinten abarbeiten, weil der Messerrücken immer nur gleich stark ist. Das ist ja früher nicht gegangen, dann ist abgebrochen irgendwann. Ich wollte noch mal fragen, du hattest eben noch mal einen Blick drauf gegeben, Güllebehandlung. Da wir im Betrieb viel mit Gülle arbeiten, wie kriege ich es dahin, dass er also quasi verträglich ist und fürs Bodenleben gesund wird? Also ich habe in dem Versuch, das Produkt hat Genur geheißen, was wir eingesetzt haben. Da ist ein Bentonit drin gewesen, ein Rotestarter drin gewesen und dann die Basis ist dann nur so ein Algenkalk gewesen. Und da haben wir praktisch das über die Fütterung eingesetzt. Und zwar, dann haben wir mehrere Effekte gehabt. Die Kuh, und wir haben dann Leberuntersuchungen, also Blutuntersuchungen gemacht, die haben immer weniger Leberbelastung gehabt, weil ich einen Teil vom Ammoniak einpflanzen gebunden habe. Und die Güllebehandlung, die erste Güllebehandlung geht los, weil ich mein Gras erzeugt, weil meine Futterration zusammengestellt ist, wenn ich zu stickstofflastig, also zu eiweißlastig die Ration macht, dann habe ich auch viel mehr Ammoniak-Stickstoff, was die Kuh dann produziert. Und das ist ja dann das Problem von der Ding. Oder zu viel Kraftfutter, zu viel Getreide füttern, dann habe ich ja die Passagerate von der Kuh beschleunigt. Dann geht mir ein Teil von den Nährstoffen schon mehr verloren. Und da geht es eigentlich los. Und da haben wir dann das Produkt als Kalziumträger eingesetzt. Und dann haben wir immer eine niedrigere Ammoniakbelastung im Stall gehabt. Und das ist ungefähr an Stickstoff ausgemacht pro Kubikmeter, fast 1 Kilogramm, was die Gülle dann mehr verfügbaren Stickstoff gehabt hat. Und das hat die praktisch die Feinwurzeln, weil ihr müsst immer sagen, wenn die Nährstoffe, also die Spurennährstoffe in einer Pflanze drin, die werden durch die Feinwurzeln in die Pflanze eingetransportiert. Und wenn ich genügend Feinwurzeln habe, dann habe ich auch mehr Spurennährstoffe drin. Wenn ich aber die Feinwurzeln verätze, dass die verätzt sind, dann habe ich weniger Spurennährstoffe drin. Das ist sicher. Wir haben zum Beispiel, wenn wir Heu gefüttert haben, kann ich euch sagen, haben wir eine Kuh hat 18 Kilo Heu gefressen, das sind im Eiweiß 27 Liter gewesen und in Energie haben es 22 Liter gewesen. Wir haben bis 27 Liter Milch, haben wir 2 Kilogramm Kraftfutter gefüttert, mehr haben wir nicht gefüttert. Und wenn der Kuh 40 Liter gegeben hat, da hat sie noch 2 Kilogramm so ein Schnäppchen draufgekriegt, dass ein bisschen Optik wird. Und da haben wir, das ist eigentlich, und wir haben vom Phosphor mehr als die Kuh am Bedarf gehabt hat, im Futter drin gehabt. Also wir haben 5 Gramm mehr Phosphor drin, deshalb haben wir keinen Mineral dazu gefüttert. Und das ist gelaufen, bis wir erst den Fehler gefunden haben. Davor haben wir mal einen Fehler gemacht. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Und ich möchte wissen, welche Betriebe das ihr Grundfutter analysieren auf Mineralfutter, also auf Spurennährstoffe, und dann erst das Mineralfutter aussuchen. Das machen, also ich habe mal bei einem Jungzüchter, habe ich mal einen Vortrag gehalten, da haben 100 Leute drin gesehen, da haben 3 Stück die Hand aufgekommen. Und die wollen 10.000 Liter, die Kuh 10.000 Liter rausquälen. Das ist nicht melken, sondern quälen ist das. Weitere Fragen? Wie oft machst du die Kinselbodenproben und wenn einmal dieses Gleichgewicht eingestellt ist durch Düngung, ist es dann was Stabiles oder muss man es immer wieder? Nein, das ist was Geschicktes. Also, wenn das Gleichgewicht eingestellt ist, dann dünge ich eigentlich den Entzug, was ich habe. Also, ich weiß zum Beispiel, ich brauche ca. 500 Kilogramm Kalk übers Jahr. Den dünge ich als Kalk dazu. Und dann verliere ich auch ein bisschen Magnesium, dann nehme ich ein bisschen Lipid dazu. Ich nehme das nicht mit dem Kalk, weil mit dem Kalk habe ich das Problem, dass ich das nicht so genau steuern kann.
Und das ist eigentlich das, was ich als Kopfkeugung den Kräutern auf der Saat oben drauf gebe. Und dann verändert sich das eigentlich ganz wenig. Wenn du den Kniff raus hast, welchen Entzug das du hast, also wenn ich zum Beispiel eine Luzerne habe, da gehe ich auf 1000 Kilo, wenn ich ein Getreide habe, gehe ich auf 500 Kilo. Weil Luzerne, das kann man untersuchen, die hat nochmal 10, 12 Gramm Calcium pro TS drin, weil ein Getreide weniger hat. Und das jongliere ich. Und ich habe eigentlich nur angefangen, 4 Proben zu machen, dass ich in meinem Betrieb, das sind ein guter Acker, schlechter Acker, gute Wiese, schlechte Wiese. Und dann habe ich die Untersuchung machen lassen und dann sehe ich die Tendenz, weil tendenziell ist das überall dann der gleiche Mangel, wo in die Richtung geht. Und ihr dürft euch nie an die einzelnen Zahlen. Für mich ist die Bodenprobe eine Tendenz und das ist ja eine Verhältnismäßigkeitsdüngung nach Kinsey. Also kannst du zum Beispiel hohe Phosphorwerte haben, dann steht unten normalreicher 10 ppm Zinkgas. Dann, wenn du hohe Phosphorwerte, weil also Antagonisten, dann kriegst du eine Empfehlung vom Zinkdünger zum Beispiel. Und das muss ich halt da à peu über Jahre da abarbeiten. Und dann mache ich halt im nächsten Jahr oder 2 Jahre später wieder von anderen Flächen eine Bodenprobe und nehme mal eine Fläche von denen ich dann wieder mit zur Kontrolle. Aber die anderen Flächen dünge ich nach dem System. Weil da lehne ich mich dann an meine Grunduntersuchung, weil ich normal machen muss, so machen muss. Und jeder erkennt seine Bodentypen ungefähr. Ich weiß, der ist sandiger, der ist schwerer. Und dann kann man das ein bisschen einschätzen. Und also mehr brauchst du eigentlich gar nicht machen. Für mich ist es bloß eine Richtungsweise. Die zweite Kontrolle ist immer die Pflanzenkontrolle. Weil wenn ich die Maßnahme gemacht habe und sieht das in der Pflanze, kommt das an. Wenn ich zum Beispiel, es gibt Betriebe, die haben sehr hohe Kalziumwerte, aber in der Pflanze haben sie Kalziummangel. Also da stimmt doch dann was nicht. Und da muss ich die Ursache finden, warum das der Kalziummangel da ist. Da muss ich schauen, was es ist, fällt zum Beispiel Silizium oder ist irgendein anderes Element zu hoch oder was das beeinflusst. Und das muss ich dann rausfinden. Und das ist halt das, ich habe halt ein bisschen einen Vorteil, ich kriege von vielen Betrieben die Bodenuntersuchung und von vielen Betrieben, ich habe früher immer Futterberatung gemacht in die Betriebe drin und das habe ich dann zur Einheit zusammengestrickt und da schauen wir immer Futteruntersuchung und das kann ich irgendwann im Kopf dann speichern und dann weiß ich die Tendenz, weil sich das bewegt und dann weiß ich, halt die AOT Maßnahme macht, dann ist das rausgekommen und so habe ich eigentlich das rausgearbeitet. Und wichtig ist immer, mir alles umzustellen, immer mit irgendwas anzufangen und also das Schlimmste ist das, was ich immer sage, wenn einer da vorne steht und verzollt er was und der Bauer geht heim und schmeißt den ganzen Betrieb um. Ich sage immer, von schlechten Betrieb kannst du auch was lernen, und wenn du bloß das lernst, dass du es nicht so magst wie dir. Aber nicht heimgehen und von heute auf morgen alles umstellen, und Ding, sondern immer schauen, irgendein Nullpartzell, ich sage, ich mache so ein Probe-Ding machen und das 1, 2, 3 dann versuchen da aufzubauen. Wie oft machst du jetzt die Proben? Eigentlich auf dem Betrieb, sage ich mal, mache ich im Jahr 5-6 Proben. Und das auf verschiedenen Flächen dann. Und dann sage ich immer die Fläche aus, wo auch die Kultur die gewinnbringendste ist. Also davor untersucht und dann nach dem ergänzt. Ist das auf McKinsey festgelegt oder kann man das auch mit was anderem machen? Also ich kenne mich nur im Kinsey aus, ich weiß nur im Kinsey, dass das einzige Probensystem ist, das eine Verhältnismäßigkeitsdüngung hat, weil das kommt von dem Albrecht her und das ist immer am Tier getestet. Also behaupte ich mal, das war ja feststellen kann, das haben wir ja ein bisschen gesehen gerade in der Heuuntersuchung, dass das, was da macht, ist auch dann Nährstoffen dann im Heu ankommt, also in der Pflanze dann ankommt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also wir haben früher ohne mineralische Düngung unser Kleegras gemacht, haben immer schlechte Eiweißwerte gehabt und Ding, einer hat gesagt, du musst Phosphor düngen, der andere hat gesagt, du musst Kalk düngen und Ding. Im Endeffekt, weil erst bei McKinsey angefangen haben, ist der Ding. Und ich sage auch immer, die Elemente, wenn abgehen, geht die Bodenbiologie nicht darum. Bodenbiologie, Bodenchemie und die Bodenphysik, das ist ein Kreis und die treffen sich. Und wenn sie sich alle drei miteinander treffen, dann hast du maximalen Erfolg.